Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, ihr verrückten Drachen. Ja, ich muss leider mit Fraps aufnehmen. Und zwar aus dem Grund, dass Playclone momentan zickig ist. Ich weiß nicht, was mit Playclone nicht stimmt. Es zeigt mir einfach nur keine Overlays an. Gar keine. Und das ist scheiße. Hallo Polla, bereit für das Spiel? Nun, ich... Prima! Nun gut, eine kurze Wiederholung der Regeln. Jedes Team besteht aus 7 Spielern, 3 Jägern, 2 Treibern, einem Hüter und einem Sucher. Es wird mit 2 Spielen, mit 2 Bällen gespielt. Die Jäger versuchen zu punkten, indem sie den Quaffle durch die Ringe der Gegner schießen. Und die Hüter versuchen, den Quaffle daran zu hindern, die gegnerischen Ringe zu durchdringen. Die Treiber haben dafür zu sorgen, dass die beiden Klatscher keinen Schaden anrichten. Die Sucher versuchen, den goldenen Schnatz, einen Ball mit Flügeln, zu fangen. Genau das ist auch dein Job, Harry. Wenn du den Schnatz aufspürst und dann fängst, gewinnen wir das Spiel. Alles klar, alles verstanden? Nein, technisch gesehen würden sie das Spiel dadurch nicht gewinnen, wenn die anderen so weit in Vorsprung sind, dass die Punkte des Schnatzes das... Der Schnatz bringt, glaube ich, weiß es nicht genau, sehr viele Punkte bringt er auf jeden Fall. Und dann ist das Spiel vorbei. Das heißt aber nicht, dass die, die den Schnatz gefangen haben, gewonnen haben. Denn wenn die anderen trotzdem mehr Punkte haben, haben die gewonnen. Nun, ich, prima, dann kann's ja losgehen. Ja, toll. Bleibe im Schein des Schnatzes, um herunterzufliegen und ihn zu schnappen. Und achte auf die Klatscher, um ihnen auszuweichen, drücke den B-Knopf. Nein! Da. Schnatz. Diese tolle Scheißsteuerung. Das geht doch gar... Nein! Wie? Nein! Du sollst die... Ich hasse diese Steuerung. Wer hat sich das ausgedacht? Es muss nur ein Mensch gewesen sein. Nein! Nein! Ah, Klatscher! Nein! Du musst den Schnatz essen! Nein! Du musst... Mann! Diese Steuerung! Oh! Oh! Nein! Ich sehe aber auch keinen anderen Sucher, muss ich ehrlich gesagt gerade gestehen. Das heißt ja, eigentlich haben wir überhaupt keinen Zeitdruck. Nein! Fuck! Jetzt... Nein! Schnatz! Jetzt... Das ist so behindert zu spielen einfach! Nein! Beweg dich doch nicht so! Vor allem ist der Schnatz genauso schnell wie Harry! Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Au. Nimm...
Wie geht das? Wer hat sich das ausgedacht? Warum? Warum? Was habe ich diesem Spiel denn getan? Warum bestraft es mich so? Ja! Jetzt musst du den Schnatz fangen. Achte neben den Klatschern auch auf andere Spieler. Fliege durch die Funken für einen Geschwindigkeitsboost. Wenn du am Schnatz dran bist, drücke entweder den A- oder B-Knopf. Nein. Vor allem, wir müssen jetzt den Schnatz fangen, nachdem wir den Schnatz gefangen haben, oder? Mann! Der fliegt so vollkommen wahllos durch die Gegend. Leider hat der andere Sucher den Schnatz schneller gefangen. Du hast das Turnier verloren. Viel Glück beim nächsten Mal. Ja, das war ja auch nicht irgendwie einfach nur Scheiße zu spielen. Mach dir nichts draus, Harry. Wir haben ja immer noch das Spiel gegen Hufflepuff, um Punkte zu machen. Übrigens, hast du Hermine irgendwo gesehen? Nicht mehr seit heute Morgen. Warum? Ich hab mich nur gefragt, wo sie steckt. Das ist alles. Es sieht dir nicht gerade ähnlich, Ron, dir Sorgen um Hermine zu machen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe mich einfach nur gefragt, wo sie sein könnte. Ich bin mir sicher, dass sie heute Abend zum Halloween-Bankett in die große Halle kommen wird. Ich sage ihr dann, dass du dir Sorgen um sie gemacht hast. Wag es bloß nicht! Bis später dann, wir treffen uns in der großen Halle! Das war doch so ein scheiß Quidditch-Spiel. Ich hoffe, wir müssen das mit Hufflepuff nicht machen und das ist optional oder so. Ernsthaft, ich habe gerade jemanden aus Versehen getroffen. Schön. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt in die große Halle gehen oder was? Oh mein Gott, es ist Halloween. Es ist Halloween. Das ist so gruselig. Und die Gläser haben jetzt alle die gleiche Farbe. Und zwar blau. Also das, die Punkte da drin sind jetzt alle blau. Nee, nur hier nicht. Hä? Warum sind die beiden Gläser da drüben blau? Da, der Inhalt ist leuchtend blau. Warum? Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das für ein Gang? Was ist das für ein Gang? Wo geht der Gang hin? Seit wann müssen die, um in die große Halle zu kommen, durch so einen Tunnelgang? Ist Hermine noch nicht aufgetaucht? Nein, ich habe gehört, dass Parvati Patel gesagt hat, Hermine säße heulend in der Mädchentoilette im ersten Stock. Vielleicht ist sie traurig, weil ich mein Versprechen bezüglich des Alohomora-Zaubers gebrochen habe. Du fühlst dich schuldig, nicht wahr? Ich wette, sie hat festgestellt, dass sie keine Freunde hat. Ja. Ich frage mich, was Professor Quirrell will, weil alle Leute, die irgendwie reinkommen, irgendwas zu wollen haben. Troll in den Kerkern. Ich dachte, ihr solltet das wissen. Jeder bleibt, wo er ist! Percy Weasley, bewache die Türen! Super Dumbledore macht sich auf den Weg!
Wie kann denn ein Troll in die Schule gelangen? Frag mich doch nicht! Vielleicht hat Pief sich wieder mal einen Scherz erlaubt! Ich wüsste mal gerne, wo Snape steckt! Du, der ist gerade rausgegangen. Keine Ahnung, was ist mit Hermine? Was soll denn mit ihr sein? Sie weiß doch nichts von dem Troll. Wir müssen sie warnen. Oh, stimmt! Percy sollte besser nicht sehen, dass wir abhauen. Ja, deswegen gehen wir jetzt einfach so raus. Und ich habe keine Ahnung, wo Percy jetzt bitteschön auf uns aufpassen sollte. Ach, das ist Percy. Potter, zurück auf deinen Platz. 3 Strafpunkte für Gryffindor. Der rennt jetzt einfach nur hin und her, oder was? Hä? Wie soll man denn auch an dem vorbeikommen? Potter, du wirst schon noch lernen, dass man auf Autoritätspersonen wie mich nicht einfach so Zauber anwenden kann. Jetzt habe ich gleich Doppelstrafpunkte gekriegt. Geh weg. So kommt man an dem vorbei. Toll. Richtig toll. Und jetzt gehen wir zu dem Troll. Richtig toll. Jetzt gehen wir speichern. Richtig speichern. Wo ist denn hier... Wo ist denn überhaupt dieses Mädchenklo? Ah ja, das war hier, ne? Schnell, Hermine, er kommt! Alter, das ist voll das Mega-Hammer-Riesen-Klopapier. Was ist das für ein Klopapier? Oder es soll irgendwas anderes sein, aber für mich sieht es aus wie Klopapier. Wo muss ich jetzt hin? Dum, 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 dum. Alohomora bringt da nichts. Ach, hier. Flipendo. Ach, da ist der. Und jetzt muss Harry den natürlich alleine besiegen. Jetzt müssen wir den in so ein scheiß Loch reinschubsen, oder was? Wie schön, dass er sich aber nicht schubsen lässt, wenn er gerade... Manchmal lässt er sich einfach nicht schubsen. Was soll das? Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Na komm. Komm rein ins Loch mit dir. Komm rein ins Loch. Rein da. Hä, der fällt da nicht mehr runter. Was ist denn das für ein Kack? Der steht einfach auf dem Loch rum. Soll ich jetzt hier reingehen? Ja. Meine Taste klebt. Eine Birdiebots Bohne. Oh, toll. Und ganz ehrlich, was ist das jetzt ein Bosskampf oder so? Wenn, dann ist er einfach richtig scheiße. Eine Birdiebots-Bohne. Müssen wir hier jetzt erst Wingardium Leviosa lernen? Was ist das? Sind das Stacheln, auf die wir nicht drauf treten dürfen? Seems so. Gnome! Blau. Blau. Warte mal.
Hatte der Troll, fällt mir gerade auf. Der Schrei kam mir bekannt vor. Der klang wie der Basilisk im zweiten Teil, glaube ich. Die klauen ihre eigenen Sounds. Ein Schokofrosch. Welche Karte steckt wohl in ihm? Bams? Oder muss ich da irgendwie... Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Achso. Weil ich das halt nicht mit Alohomora anzaubern sollte, um das wegzuschieben. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier auch nicht großartig den Sinn hinter. Hier sind aber nur lauter Bohnen und... Das war's. Toll. Ganz toll. Das ist toll. Das ist der sinnvollste Raum, den ich je gesehen habe. Warum ist das hier im Klo? Vor allem... Ist dieses Loch da groß genug für ihn, oder... Ja, okay. Du bist wirklich gerissen, Harry! Du hast den Troll in die Falle gelockt! Gut, gut gemacht, Harry! Potter, Granger, Weasley, was fällt euch eigentlich ein? Ihr könnt froh sein, dass ihr noch am Leben seid. Bitte, Professor McGonagall, wenn Ron und Harry mich nicht gefunden hätten, wäre ich jetzt tot. Nun, wenn das so ist, gebe ich Gryffindor 50 Hauspunkte. Einfach so. Du hast den Troll besiegt. Er stinkt fürchterlich, aber Hermine ist in Sicherheit und der Rest von Hogwarts auch. Was auch immer das damit zu tun hat, dass der Troll stinkt. Einige Zeit später. Wir müssen zum Verwandlungsunterricht mit Professor McGonagall im ersten Stock. Komm schon, Harry. Wir sind doch... Warum sind wir jetzt wieder hier? Wir waren doch eben im ersten Stock. Stock. Stock, Stock, Stock. Stock, 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 Stock. Hier müsste es sein, ne? Ich finde, diese Musik könnte auch übelst Pokémon sein. Willkommen beim Verwandlungsunterricht. Verwandlungen ist die gefährlichste Magie, die ihr hier in Hogwarts lernen werdet. Jeder, der während meines Unterrichts Blödsinn macht, kann gehen und braucht nicht wiederzukommen. Ihr seid also gewarnt. Heute werden wir mit dem Affenforstzauber leblose in lebendige Objekte verwandeln. Seid ihr bereit? Dann können wir ja anfangen. Ja, jetzt müssen wir tanzen. McGonagall tanzt. Ist das nicht toll? Um Aviforce zu lernen, musst du genau das machen, was du bis jetzt immer gemacht hast. Oben, links, links, unten. Hä, ich hab gar nicht nach oben gedrückt! Warum habe ich links gesagt? Das ist rechts. Oben, rechts, rechts, unten, links. Diese Aufgabe haben Sie mit Bravour gemeistert, Mr. Potter. Sie haben Affenforce gelernt. Versuchen wir eine schwierigere Aufgabe. Kann's losgehen? Oben, links, rechts, rechts, unten, links, oben, oben. Oben, Bams, 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 Bams. Hä? Was war denn jetzt? Wie konnte ich denn bitte in zwei Richtungen gleichzeitig drücken? Ich glaube, irgendwie mein Gamepad spinnt oder sowas. Ich habe garantiert nicht links und rechts gleichzeitig gedrückt. Oben. Oben. Okay. Nein, schon falsch. Ja. Nun gut, wir werden jetzt lernen, wie man den Aviforce-Zauber in brenzligen Situationen anwendet. Im Nebenraum müsst ihr 6 Goldsterne holen und sie mir bringen. Potter, du gehst als Erster.
Du hast die Affenforce mit der begonnen. Du musst 6 Goldsterne. Ich weiß. Mann! Als ob ich nicht noch von den ganzen anderen Scheißprüfungen wüsste, was ich machen muss. Der Affenforce ist der 3. Zauber, den du gelernt hast. Eben! Ich hatte schon 2 Prüfungen. Nein, stimmt, mit Hermine hatte ich gar keine richtige Prüfung. Den du gelernt hast, er wird durch ein Vogel-Icon dargestellt. Drücke die rechte Schultertaste. Wenn das Vogel-Icon erscheint, kannst du den Affenforce verwenden. Du kannst die Zauber mit der rechten Schultertaste durchschalten. Ach nee. Wie oft war das jetzt schon? Was ist das hier überhaupt? Kann ich das anzaubern? Affenforce. Warte, das will ich nochmal hören. Affenforce. Das klingt so toll. Der nächste Raum wimmelt nur so von giftigen Doxys. Gegen den Flipendo sind sie immun, wenn man sie in der Nähe von Venomosa Tentacula. Warum gibt's hier eine Venomosa Tentacula? Wow. Eine Bertie-Bot-Bohne. Hier ist eine grüne Bertie-Bot-Bohne. Und jetzt mache ich hier den Flipendo! Everforce! Hautcreme. Ich mag Hautcreme. Warum ist das ein blauer Gnom? Muss ich nicht mit Everforce? Hä, was? Warum ist der blau? Und warum hängt sich das Spiel gerade derbst auf? Wegen Fraps, deswegen benutze ich Fraps auch normalerweise nie. Weil bei Fraps kriege ich immer irgendwelche Lags in meine Videos. Geil. Der steht wieder auf! Mann, mit den Lags ist das einfach richtig kacke. Ihr könnt wahrscheinlich nachvollziehen, warum ich Fraps wie die Pest hasse und warum ich es normalerweise nicht benutze. So. Und jetzt halt gefälligst deine Fresse, Fraps, und leck nicht rum. Warum kannst du dieses Fass nicht anzaubern, wie es jeder andere normale Schwanzkopf gemacht hätte? Otherforce. Das ist das behindertste Zauberspruch-Ding, was ich je... Das ist so ein unsterblicher Gnom, scheinbar. Das ist der Übergnom. Der macht alles kaputt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich benutze nie wieder Fraps. Da benutze ich lieber Playclaw, ohne zu wissen, ob der überhaupt aufnimmt. Weil das ist es einfach nicht wert. Es ist es einfach nicht wert. Ihr könnt ja halten von Fraps, was ihr wollt, ne? Aber meiner Meinung nach ist es das behindertste und schlechteste Programm, was es gibt. Wie soll ich da jetzt hinkommen? What? Muss ich das so? Nein. Darf ich jetzt wieder an dem Gnom vorbei oder sowas? What? Ich habe einfach keine Ahnung, was das soll. Was soll das? Muss ich jetzt hier nochmal... Nein, ich brauche immer noch Flipendo. Ja, wo ist der? Wo ist der Gnom? Wo ist der? Ah, seit wann ist hier die Tür offen? Seit wann? Seit wann war da die Tür offen? Und... Ah! Hier ist noch so ein unbesiegbar Gnom. Ich finde, der sieht hässlich aus, wenn der blau ist. Ich finde, die sehen aber auch schon hässlich aus, wenn sie so eine Kartoffelfarbe haben. Das sieht aus wie so ein Alien. Mann! Gleich sterbe ich wieder und darf das alles nochmal machen, ne?
Affenforce. Affenforce. Aberforth, Dumbledore. Warum muss das Ding eigentlich jetzt so rülpsen? Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Hä? Warum geht diese Tür nicht offen? Nicht offen. Warum geht die Tür nicht offen? Das ist tolle Grammatik. Weil ich erst diesen Stern einsammeln muss, den ich nicht gesehen habe. Ah. Alohomora. Ja. Geil. Aberforth. Aberforth. Flippendo. Nein, da sollst du hinschießen. Ja, jetzt kann man hier wieder raus. Und jetzt können wir den letzten Stern einsammeln, glaube ich. Und dann können wir wieder rausgehen. Und dann haben wir die Prüfung bestanden. Und dann sind wir cool. Du hast die Herausforderung Aviforce gemeistert. Du fühlst dich bestimmt wie ein Tiger. Oder vielleicht mehr wie eine Schmusekatze. Lustig. Gut gemacht, Potter. 50 Hauspunkte für Gryffindor. Du kannst jetzt gehen. Okay. Ja, die Eule fliegt ihm einfach in den Penis. Lieber Harry, ich glaube, dass ich dir helfen kann, die dritte Zutat Flubberwurmschleim für den Zaubertrank zu finden. Treffen uns dann im Garten. Agreed. Okay. Ich glaube kaum, dass Hagrid eine Eule geschickt hätte. Der hätte einen Hippogreifen oder sowas geschickt. Und jetzt speichern wir hier. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Deswegen gehe ich gerade noch zu Hagrid in seinen Garten und... Ja, ich gehe jetzt einfach noch zu Hagrid. Ihr geht's zu Hagrid. Aber wir wollten uns doch eigentlich nicht in seiner Hütte, sondern im Garten treffen, oder? Ne. Bounce. 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 Boom. Na, toll. Ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, wie das hier war. Und Fraps macht wieder Spacken. Ich liebe Fraps. Lass ich mich einfach mal beißen, völlig ohne Sinn dahinter. Da ist Hagrids Hütte und da will ich hin und was anderes will ich auch gar nicht. Ich will einfach nur zu Hagrid und mit ihm schnacken und... Blall. Bohne. Bohne. Eine Bohne. Eine... Bohne. Eine Bohne. Eine Bohne. Und jetzt der letzte. Da müssen wir wieder ausweichen. Jut, dann sind wir jetzt bei Hagrids Hütte. Und? Und? Hagrid ist nicht da. Hier ist er. Ist er hier? Ja, da ist Hagrid. Da ist Hagrid. Da ist Hagrid. Und da. Jetzt müssen wir die Flubberwürmer sammeln. Hallo, Harry. Schön, dass du kommen konntest. Die Flubberwürmer sind draußen im Garten. Wie kann ich sie denn am besten einfangen? Nun, Flubberwürmer hören gerne Musik. Genauso wie einige andere Tiere auch.
kannst sie verzaubern und beruhigen, indem du eine Melodie spielst auf dieser Flöte. Dann kann man also den großen Hund im verbotenen Korridor ebenso mit Musik verzaubern und beruhigen? Woher wisst ihr von Fluffy? Fluffy? Ja, er gehört mir. Hab ihn von so einem kleinen Griechen gekauft, dem ich letztes Jahr begegnet bin. Hab ihn Dumbledore gegeben, damit er auf den... Ja? Haltet euch bloß von diesem Korridor fern, was immer sich auch da unten befindet. Es ist eine Angelegenheit zwischen Dumbledore und Nicholas Flamel. Flamel heißt er, ich weiß. Wir haben uns nur gewundert, das ist alles. Ist ja jetzt auch egal, Harry. Musst 6 Flubberwürmer mit der Flöte verzaubern und sie nach hier und sie nach hier bringen. Ja, tolles Deutsch. Und sie nach hier bringen, damit Hermine und ich den Schleim extrahieren können. Warum darf ich bloß immer die schönen Dinge machen? Okay, danke Hagrid. 6 Flubberwürmer. Harry, oh ja, Harry. Aha. Wir nehmen jetzt diese Flöte. Was für eine wunderbare Flöte. Was für eine wunderbare Flöte. Und jetzt, haben wir die jetzt hier auch als Inventar? Nö. Wie benutzen wir diese Flöte denn? Wie benutzen wir diese Flöte denn? Wie benutzen wir diese Flöte denn? Ich habe keine Ahnung, wie man diese Flöte benutzt. Niemand hat mir gesagt, wie man diese Flöte benutzt. Wie benutzt man diese Flöte? Wie benutzt man die Flöte? Warum sagt mir keiner, wie man diese Flöte benutzt? Warum durchsuche ich jetzt diese Büsche? Ist das eine Bohne oder ein Flubberwurm? Das ist eine Birdie-Bot-Bohne. Ich speichere an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Milhouse, Potter und irgendwas. Bis dann, Leute. Ciao. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Drachen, und willkommen zurück zu Harry Potter. Nein, ich will die Musik anlassen. Ich habe jetzt wieder Playclaw genommen zum Aufnehmen. Auch wenn ich jetzt überhaupt keine Overlays habe und nicht weiß, ob er gerade überhaupt aufnimmt. Das ist auch mein größtes Problem gerade. Aber es ist mir lieber, jetzt alles vergeblich aufzunehmen, als mit Fraps wieder solche Scheiß-Lags drin zu haben. Weil Fraps ist bei mir einfach richtig kacke. Das ist bei mir richtig unten durch. Hier sind schon wieder Venemosa Tentaculas. Da ist eine Doxy. Und was haben wir hier? Ah, das sieht aus wie ein Flubberwurm da hinten. Werden wir uns jetzt auf den Weg dorthin hinbegeben? Das ist eine Bohne. Eine Birdie-Bot-Bohne in allen Geschmacksrichtungen. Nein, komm. Nein! Dann gehe ich jetzt einfach so rum. Liegt die jetzt überhaupt noch da? Ja. Nein. Nein. Oh Gott. Muss ich jetzt hier... Warum muss ich jetzt die ganze Zeit so behindert durch die Gegend rennen? Oh. Das hätte man auch nicht besser machen können. Gar nicht. Flipendo. Aber Force. Aber Force ist immer noch am besten. Wie benutze ich jetzt die Flöte? Mir hat keiner erklärt, wie ich die Flöte zu benutzen habe. Ach so. Jetzt müssen wir... Oh Gott. Wir müssen den jetzt den ganzen Weg hier lang führen.
den Wurm. Na komm. Komm her, Wurm. Diese Melodie klingt so schön. Jetzt kommt gleich die Venemosa Tentacula und frisst den einfach auf. Hier lang. Hä, wie kriege ich den denn an einem Abgrund vorbei? Ja, klar. Mann. Ja, ja. Das ist unsere Metal-Flöte. Ich will jetzt gerade den Busch durchsuchen. Vielleicht ist eine Bohne drin. Eine Bird-Bot-Bohne, yeah! Nein! Weil ich schon wieder A gedrückt habe. Und nicht B. Oh Gott, wir haben einen Wurm. Wir haben einen Kackwurm. Einen. Was? Das sind 6, ja toll. Das ist ein Wurm hier. Genau. Jetzt haben wir keine Leben mehr und müssen noch die anderen holen. Yay! Spaß! Was haben wir denn hier noch? Bitte, eine Tüte Bertie Bots Bohnen. Eine Tüte Bertie Bots Bohnen wäre gut, wenn ich die jetzt einfach so bekommen würde. Da ist noch ein Wurm. Ja. Was ist denn... Warum ist das hier so riesig? Da ist eine Tüte. Da ist eine Tüte mit den Bohnen. Da ist eine Tüte mit den Bohnen. Wie komme ich da hin? Ich sag dazu jetzt nichts, Leute. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Und jetzt müssen wir einfach alles nochmal machen. Ich liebe es, wenn man... Ach toll, wir müssen Hagrid nochmal ansprechen, weil sonst fängt es nicht an. Ja, bla bla bla, Fluffy. Ich kenne Fluffy schon. Käsebrot und die Flöte brauchen wir auch nochmal. Und... Und runterfallen darf man ja auch nicht. Richtig nett, mir hier eine Doxy hinzupacken. Mann. Da, das Spiel ist gar nicht nett. Es hat eine scheiß Steuerung zwischendurch und... Kann die Venemosa Tentacula eigentlich die Flubberwürmer fressen? Das wäre nämlich richtig scheiße. Also das hier ist noch der einfachste, würde ich mal sagen, der Flubberwurm hier. Komm mit. Komm, folge dem Sound des Metal. Da wollen wir gar nicht hin. Da sind wir doch gerade hier. Komm, komm hier hin, Wurm. Oh, ja. Ich weiß, dass das 6 sind. So dumm bin ich jetzt auch nicht, aber... Pass auf, wo du deinen Zauber hinpackst. Ich will den doch nur anquatschen. Ich will dich auch nur anquatschen. Warum klingen diese Würmer, als würden sie kotzen? Und hier... Die Doxys zu bekämpfen, ist immer noch das Nervigste, das es hier gibt. Ach so, das hängt sogar zusammen einfach. Das ist... Nein, da ist... Doxy-Alarm! Doxy-Alarm! Alarm! Alarm! Ja, ja. Aber hier haben wir noch einen Wurm.
Die Flöte spielt man übrigens mit der anderen Schulter. Wo ist der Wurm? Ach so, da. Der Wurm despawnt also, wenn er in die Pilze kommt. Ja, schön. Sehr schön. Komm mit, Wurm. Du Wurm! Komm mit, komm, Wurm. Mein kleines Würmchen und ich. Brupp. Komm, 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 Wurm. Komm. Komm und jetzt kotz. So. Als ob ich mich da hier über den Abgrund bewege. Das ist viel zu gefährlich. Ich gehe lieber hier unten lang. Ich sehe denn sonst noch was hier in die Richtung. Da ist noch so ein unbesiegbar Gnom, da auch. Also sind wir gerade umgeben von diesen unbesiegbar Gnomen. Was ist das hier? Ist kein Geheimgang, nein. Geheimgänge, sowas braucht das Spiel nicht. Hier ist ein Flubberwurm. Scheiße. Komm, Wurm. Braver Wurm. Guter Wurm. Du bist ein netter Wurm. Ich liebe dich, Wurm. Jetzt musst du nur noch genau. Jetzt musst du nur noch da hingehen. Wurm. Wurm, Wurm. Wurm. Gnom. 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 Ja, möglichst oft Gnom sagen, das bringt es jetzt. Wir sind eben hier lang gegangen, ne? Und da war der Sack voll Bohnen und wir sind dann an die Pilze, beziehungsweise ich bin dann an diese Pilze gekommen. Die man nicht berühren darf. Gut, eine ganze Tüte Bohnen, das ist immer schön. Und Flipendo. Was ist hier drin? Noch eine Bohne. Die bringt mir aber nichts, weil ich gerade voll geheilt bin. Ach, da muss man von der anderen Seite dann noch dran. Wer will denn bitte auch das hier als Weg zurück wissen? Das ist viel zu pilzig. Das ist ein zu pilziger Weg, den würde ich garantiert nicht empfehlen als Rückgehweg. Es sei denn, es ist nicht anders möglich. Gehen wir erstmal gucken, was hier oben noch so ist. Ein Loch. Toll, ein Loch. Hier waren wir auch noch nicht weiter oben. Obwohl, wir waren schon mal hier, aber dann sind wir gestorben und... Kommt diesmal gar keine... Doch, da kommt sie. Da kommt die Doxy. Ich dachte gerade, die kommt nicht. Wo sind die? Wo ist die? Ja, genau. Es ist dämlich. Manchmal kommen wir einfach außer Sichtweite oder so. Ach, falls es nachher so klingt, als ob hier ein Feueralarm losgeht oder so. Also, als ob hier so ein Rauchmelder piept. Dann liegt das daran, dass ich mir einen Timer gestellt habe. Und der piept halt, wenn eine Stunde Aufnahmezeit erreicht ist. Weil ich habe ja jetzt als Overlay nicht mehr eingeblendet, dass... wie lange ich schon aufnehme, ne? Das ist Kot. Das ist ziemlich Kot. Metalflöte. Komm. Komm, 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 komm. Komm, Wurm. Wurm, Wurm, Wurm. Wie Harry sich dabei auch bewegt. Sieht gerade ziemlich nach einem Tentakel-Hentai aus. Aber das wollen wir jetzt mal... Nein!
Meine Motivation, das hier noch zu spielen, ist so unglaublich groß. Ihr glaubt gar nicht, wie groß meine Motivation ist, das hier noch weiter zu spielen. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie groß meine Motivation ist, überhaupt noch mit Hagrid Kontakt zu haben. Da geht man einen Pixel daneben oder so. Und diese Doxy ist nach wie vor fies. Ja, los. Lass dich. Ja, ich wollte nicht angeknabbert werden. Die Doxy sollte geknabbert werden. Du sollst nicht den Busch untersuchen. Du sollst. Dieses Spiel regt mich einfach nur auf. Die Doxys sind an sich scheiße umgesetzt. Ich meine, einige Elemente sind einfach gut. Aber das meiste ist scheiße. Warum quatscht Hagrid nicht an, wenn ich dahin laufe und ihm den Wurm geben will? Ich speichere jetzt nach jedem Wurm einmal ab. Das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr jetzt davon. Es ist doch hier einfach nur bloße Verarsche. Es geht nur darum, dass der Spieler möglichst viel Zeit mit diesem Kack hier verbringt. Wahrscheinlich kommt danach gar nichts mehr. Warum kommt der Gnom jetzt hier lang? Nein. Komm, schnell, 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 schnell. Wurm. Enttäusch mich nicht, Wurm. Du schaffst das, Wurm. Oh. Ja. Das ist der zweite. Wir haben zwei verkackte Scheißwürmer. Das muss gespeichert werden. Weil in diesem Spiel muss einfach alles gespeichert werden, denn kaum sieht man irgendwann mal irgendwo nicht hin oder geht ein Pixel daneben, heißt es, flupp, du darfst alles nochmal machen, du Spasti. Wisst ihr, Leute, Spiele sind doch eigentlich da, um Spaß zu machen. Naja, außer Rage Games, die sind dafür da, dass man sich aufregt. Aber dieses Spiel ist nicht als Rage-Game ausgeschildert, es ist einfach ein ganz normales Game. Es ist als Harry-Potter-Spiel ausgeschildert. Und, jetzt kommt die Doxy. Da ist sie. Komm, Doxy, komm. Ja, du bist eine Scheiß-Doxy, ich weiß. Niemand mag dich, jetzt lass dich fressen. Schön. Warum hat Hagrid so einen Kackgarten? Normalerweise habe ich ja nicht viel gegen Unkraut, ja, aber in diesem Fall stehen hier viel zu viele Venemosa Tentaculas rum. Und es fliegen viel zu viele Doxys hier rum, die wahrscheinlich durch die Venemosa Tentaculas angelockt werden. Komm, Wurm. Hier lang, Wurm. Fall nicht in den Abgrund, Wurm. Beeil dich. Wurm. Leute, es macht Spaß. Es macht so Spaß. Seht ihr, wie viel Spaß ich habe? Wo habe ich die bitte gerade berührt? Ich habe die nicht berührt. Ich habe die einfach nicht berührt. Aber das Spiel meint, ja, ich habe die berührt. Nein, nein, nein. Warum ist der blaue Goblin nicht da, wo er hingehört? Komm. Bleib nicht in der Hecke stecken. Du Wurm. Los, jetzt kriech Hagrid in den Arsch. Dankeschön. Danke, dass du in Hagrids Arsch gekrochen bist. Danke. Jetzt kann ich endlich wieder speichern. Wurm. So.
Jetzt darf ich diesen Weg wieder gehen und 3 Würmer fehlen noch. Ist das nicht toll? Wir haben die Hälfte geschafft. Wir waren eben schon so weit und hatten fast alles, aber nein. Dann musste Harry einen Pixel daneben gehen und sterben und wir durften alles von vorne machen. Das nenne ich gutes Gameplay. So sollte ein Spiel aussehen. Nicht. Dieses Spiel, eigentlich das ganze Let's Play über, beschwere ich mich nur über das Spiel. Darüber, dass es kacke unfair ist. So. Da oben ist ein Flubberwurm. Und komischerweise sind hier jetzt gerade keine blauen Gnome. Obwohl die eben immer hier waren. Das macht gar keinen Sinn. Und hier bin ich letztes Mal gestorben. Und diesmal bin ich hier nicht gestorben. Das ist toll. Das ist ganz toll. Das ist wirklich super und genau. Langsam haben die Würmer begriffen, dass sie Hagrid in den Arsch kriechen müssen. So, dann gab es hier doch sonst noch irgendwo einen Wurm, oder? Irgendwo war hier doch noch einer. Da geht's zu dem Sack voll Bohnen, aber wir haben bis jetzt fast volle Leben und demnach macht es für mich keinen Sinn, jetzt mein Leben zu riskieren für einen Sack voll Bohnen, das uns die Leben voll heilt. Da kann ich genauso gut eine einzelne Bohne einsammeln. Hä, hier sind diese grünen Kobolde gar nicht. Wieso Kobolde? Gnomen, meine ich. Und habe ich nach dem 4. Wurm überhaupt gespeichert? Vorsichtshalber tue ich das jetzt nochmal. Wurm, Safe Game, speichern, ja. Stellt euch mal vor, man müsste das alles an einem Stück durchmachen. Muss man ja eigentlich auch, aber ich meine, stellt euch mal vor, ich hätte jetzt keinen Emulator und müsste das alles an einem Stück durchmachen. Das wäre doch echt lustig, oder? Wäre das nicht lustig und spaßig? Natürlich wäre das lustig und spaßig, denn ihr wisst schon. Was? Wo? Warum? Hä, hier ist überhaupt keine Venemosa Tentacula. Da kommt gleich die nächste. Mann. Den Flubberwurm habe ich ja schon gesehen. Ich muss nur gerade gucken, dass ich einen besseren Weg wieder zurückfinde. Ach so. Ja. Gut. Dann muss ich nochmal zurück. Denn zurückgehen ist alles, was dieses Spiel von einem verlangt. Bloß rumlaufen und sterben. Deswegen save ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal auf Wurm. Ich hoffe, wir sind bald durch mit diesem Würmerkram. Denn dieser Würmerkram macht echt keinen Spaß. Jetzt müssen wir warten, bis diese beiden Dinger da aneinander kommen, ne? Ja, mussten wir und also müssen wir doch da durch. Durch diesen Pilze-Wucherer-Zeugs-Döns. Hier. Und bam. Jetzt haben wir einen Weg und das ist der Scheißweg. Das ist dieser Scheißweg, den wir jetzt mit dem Flubberwurm zurücklegen müssen. Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht. Das ist ganz und gar nicht toll. Das ist vollkommen scheiße. Hier ist ein Wurm. Haben wir da oben noch irgendwas? Irgendwas hier oben? Irgendwas? Ist hier auch ein Wurm? Ist hier einer? Nein, ist hier nicht. Das heißt, der andere ist irgendwo auf dieser großen, weiten Karte noch versteckt und wir haben keine Ahnung, wo er ist. Komm. Ja, komm. Komm mit hier lang. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Komm. Hier lang. Mann, macht das Spaß.
Ich fühle mich so entertained und unterhalten und... Oh, das macht so viel Spaß. Ich meine, habt ihr schon mal ein spannenderes Spiel gesehen als eins, wo man nur durch die Gegend laufen muss und darauf warten muss, dass irgendwelche komischen Kackwürmer einem hinterherkommen? Und die dann in den Arsch eines Riesen kriechen lassen. Komm. Komm, Wurm. Ja, los, und jetzt kriech in den Arsch des Riesen. Ja, dann würde ich auch kotzen. So, letzter Wurm. Der allerletzte Wurm. Speichern. Die Würmer bringen mich um den Verstand. Ich heule gleich. Wo ist dieses erbärmliche Würmchen? Wo ist es? Ich werde es eigenhändig zu Hagrid bringen. Nein. Nein. Wo kommt die her? Wo kommt die her? Da ist schon wieder ein... War ich hier etwa noch nicht oft genug, dass da immer noch neue Doxys kommen? Wo ist der Wurm? Wo ist der Wurm? Zeige dich, Wurm! Jetzt sind diese Gnomen hier. Die waren eben noch nicht da. Seit wann sind die hier? Was soll das? Wo kommen die her? Kot. Genau das. Genau so. Jetzt gehe ich mir aber doch mal diesen Sackbohnen da einsammeln. Wenn man hier scheinbar ja durchkommt. Und genau. Bams. Jetzt habe ich wieder volle Leben. Und kann... gucken, wo der letzte... Wo ist der letzte Wurm? Wo ist er? Hä? Wo ist der letzte Wurm? Wo ist der? Wo ist der Wurm? Hä? Wo ist der Wurm? Wo ist der Wurm? Nein, nicht der Gnom. Der Wurm. Warum sind hier schon wieder so viele Gnomen? Gut. Das bringt mir gar nichts. Wo ist denn der Wurm? Wurm. Wurm. Wo bist du, Wurm? Ich will ein Kind. Nein, ich will kein Kind von dem Wurm. Diese ganzen Doxys. Es sind viel zu viele Doxys. Und da war ein Wurm, aber da ist kein Wurm mehr. Ich sehe keinen Wurm. Ich sehe keinen Wurm mehr. Wo ist hier ein Wurm? Ich bin doch jetzt schon überall gewesen. Das Spiel hat einfach keinen weiteren Wurm mehr eingebaut. Jetzt weiß ich es. Hier gibt es keinen Wurm mehr, weil das Spiel einfach nie zu Ende gebracht wurde und... Pixelgenau. Ich hasse es, pixelgenau irgendwo zu stehen oder so. Zum Glück habe ich gespeichert, dass uns der ganze Fortschritt nicht nochmal verloren gegangen ist. Und jetzt kannst du hier ganz normal rübergehen. Bist jetzt, jetzt gehst du bitte nicht dahin. Hier sind Hagrid und Hermine. Jetzt guckst du bitte hier irgendwo nochmal ganz in der Nähe, ob hier, ohne dass du irgendwo hin musst, Würmer vielleicht direkt daneben liegen. Denn ich habe sonst nirgendwo mehr einen letzten Wurm gefunden. Bohne. Ist hier ein Wurm? Nein! Wo ist der Kackwurm? Es ist ein einziger Wurm.
wo ist dieser eine einzige Wurm? Und jetzt sind die Gnome wieder nicht hier. Wo ist er? Der eine Wurm. Wurm. Come on, Wurm. Leute, ich war doch schon überall. Wo ist der? Hat das Spiel irgendwie einen Fehler und hat nur 5 Würmer eingebaut? Oder bin ich einfach nur extrem doof? Ich meine, ich war doch jetzt schon überall mindestens 13.000 Mal. Und hier ist kein Wurm. Nirgendwo ist ein Wurm. Oder ist der Wurm jetzt einfach in einem von diesen Büschen versteckt? Und ich darf jetzt jeden Kackbusch durchsuchen, um den Wurm zu finden. Das wäre Gameplay der miesesten Scheißart. Ist hier einer? Ist hier irgendwo ein Wurm? Wurm? Ist hier ein Wurm? Ist hier ein verkackter Kackscheißwurm? Nein, hier ist kein Kackscheiß verkackter Scheißkackwurm. Leute. Jetzt da ist ein Wurm drin, ne? Nein, das ist eine Bohne. Es ist eine Bohne, aber Bohnen interessieren mich nicht, die Bohne. Ich will einen Wurm. Einen verkackten Kackscheiß-Kack-Blödelwurm. Der Scheiße und Kacke ist zugleich und aus Kot besteht. Wurm. Wo bist du, Wurm? Bist du hier in irgendeinem von diesen Büschen, die man alle durchsuchen kann? Wurm? Bist du hier, Wurm? Langsam wird mir das zu doof. Leute, es ist nicht so, dass es schwierig ist oder so. Es ist einfach nur kein Wurm da. Es ist kein verkackter Wurm da. Eine Bertie-Botts-Bohne nützt mir jetzt auch nicht viel. Harry, wo ist der Wurm? Harry, wo ist der Kackwurm? Wo ist der Wurm? Wo ist der Wurm? Ich will nur diesen Kackwurm. Und dann bin ich mit dem Scheiß hier durch. Ich schwitze, Leute, ich schwitze. Und ich werde verrückt. Ich sollte aufhören, Harry Potter zu spielen. Denn dieses Spiel ist das Schlimmste, was mir je passieren konnte. Wo ist der Wurm? Vielleicht hat Hagrid ihn bereits in seinen Arsch gesteckt. Ich habe keine Ahnung. Ist der Wurm in diesem Gebüsch? Wo ist der Wurm? Wo ist der Wurm? Wo ist der Wurm? Wo ist der Kackwurm? Wo ist der Wurm? Hier ist kein Wurm. Ich will doch nur den Wurm. Diese Session ist der reinste Scheiß. Weil nichts passiert. Hier ist kein Wurm mehr. Hier ist einfach kein Wurm mehr. Wo? Komm, Wurm, falls du hier irgendwo bist, komm einfach zu mir. Auf diesem ganzen Scheißgelände ist nirgendwo auch nur eine Stelle, wo ich noch nicht war. Du sollst da nicht hinzuhören, du sollst diesen Kack-Gnomen da, der mir seinen Arsch in die Fresse hält. Oder taucht der letzte Wurm erst auf, wenn ich jeden Gnom getötet habe? Mmh.
nicht, die Gnome sollen mich töten, ich die Gnome. Aber die sterben ja nicht mal. Die stehen wieder auf und dann geht's ihnen wieder gut. Dann geht's ihnen wieder gut. Einfach so geht's ihnen wieder gut. Wo? Wo soll ich denn noch suchen? Ich hab doch schon überall geguckt. Muss ich diese ganzen Löcher hier aufbrechen? Ich hab doch schon jeden... Warte mal. Habe ich da gerade was krabbeln sehen? Oder kann es sein, dass irgendeiner von den Würmern einfach im toten Winkel ist? Aber nein, das wäre mir doch aufgefallen. Das wäre mir doch aufgefallen. Nein! Leute! Es gibt keinen verfickten sechsten Wurm! Wo soll der denn sein? Ist der hier? Ist der hier irgendwo? Wurm, falls du das hörst, komm zu mir! Komm zu mir und beiß mir in den Penis! Wurm, Wurm, Wurm. Ist hier noch ein Wurm? Ist hier irgendwo in diesem scheiß verkackten Garten von Hagrid ein Wurm? Nein, hier ist sowas von gar kein Wurm. Was soll das? Ganz ehrlich, das ist scheiße. Das ist scheiße, richtig scheiße. Knabber mich an, ich suche ja sowieso nur einen Wurm und der ist nicht mal da. Sag mir nicht, dass ich das alles nochmal von vorne machen muss, weil der sechste Wurm durch einen Bug oder so weg ist. Dann habe ich einfach echt keinen Bock drauf. Ich habe dann sowas von gar keinen Bock drauf. Ich meine, die ganze Session verbringe ich in diesem Scheißgarten. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Wurm sein soll. Ich schiebe jetzt aber das Ding hier durch die Gegend, ne? Kann ich den Garten einfach verlassen? Kann ich den Garten einfach verlassen? Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich nicht. Warum denn auch? Was soll das bringen? Hä? Wurm, 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 Wurm. Komm raus, Wurm. Wo bist du, Wurm? Wurm. Wurm? Wurm. Hier. Ist kein Wurm. Hier ist kein Wurm. Hier ist kein verkackter Wurm. Warum ist hier kein verkackter Wurm? Hier muss ein Wurm sein. Ein ziemlich verkackter. Der Wurm ist verkackt, sonst würde er sich zeigen. Nein, du sollst diesen Gnomen da anzaubern. Hat irgendeiner von diesen Gnomen diesen Wurm einfach im Arsch stecken? Man kann sie also wirklich da in den Abgrund schubsen. Man kann die... Das heißt, diese Gnome müssen in den Abgrund. Und dann zeigt sich vielleicht der letzte Wurm oder was. Dann zeigt sich erst der letzte Wurm, wenn diese ganzen blauen Gnome tot sind. Wenn sie tot sind. Wenn diese blauen Gnome alle tot sind. Das ist ein Killerspiel, wusstet ihr das? Dieses Spiel ist ein Killerspiel. Wo sind hier noch mehr Gnome? Muss ich die jetzt wirklich alle töten? Muss ich wirklich alle blauen Gnome töten? Ist dieses Spiel so brutal, dass es das von mir verlangt? Unschuldige, obwohl nicht unschuldige Kackgnomen zu töten? Muss ich das wirklich tun? Kackgnomen töten? Oder ist das hier echt ein scheiß Spielfehler? Ich sehe nämlich hier nirgendwo einen Wurm. Leute, ich gucke jetzt im Internet nach. Ich gucke im Internet nach, wo dieser verfickte Wurm sein soll. Oder ob der Fehler öfter auftritt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.